Hallo, liebe Studentinnen und Studenten, wir kommen zur Seite 2 unserer Grafikbeschreibung zum Thema Urlaubsziele der Deutschen im Jahre 2006. Hier unser mit Studenten erarbeiteter Vorschlag. Wir sind beim dritten Teil der Auswertung. Die Grafik macht Folgendes deutlich. Erstens, etwa ein Drittel der Deutschen, nämlich etwas über 30%, verbringen ihren Urlaub im Inland. Zweitens, im Vergleich mit den Auslandsurlaubern und Fernreisenden, zusammen sind es etwa 40%, also mehr, die das Ausland den Urlaub in Deutschland vorziehen. Drittens, das beliebteste Urlaubsland im Ausland ist mit großem Abstand Spanien. Viertens, es folgen Italien, Österreich, die Türkei und Griechenland. Und fünftens, überraschend groß war das Interesse an Fernreisen. Die sind in Mode gekommen in den letzten Jahren. Siehe auch zum Thema Urlaubsverhalten und Klimawandel. Dort haben wir uns mit der Problematik schon beschäftigt. Unten haben Sie noch die Quellenangabe zu dieser Grafik. Tschüss, bis zum nächsten Mal.